Wenn sie uns kriegen, sind wir tot. Du genau wie ich. Ich will keinen Ärger. Du kriegst aber Ärger. Fahr! Wie wussten Sie, dass wir hier sein würden? Ist doch jetzt egal, wir müssen sie abschütteln. Ja, wie viele Autos folgen uns? Nur eins, aber es dürften mehr werden. Festhalten! Ich probiere was aus. Heilige Scheiße! Wer waren diese Kerle? Stell keine dummen Fragen. Wir müssen über den Fluss. Nimm die Giuliani-Brücke. Okay. Geht's deinem Bein da gut? Tut verflucht weh. Wenn wir zurück sind, wecke ich den Doktor. Weiß nicht, muss wohl nicht sein. Ich rufe ihn trotzdem an. Hey, du Lauschtfahrer, du hast hier nichts mitzuhören. Ich bringe euch nur dahin, wo ihr hin wollt, sonst nichts. Dann mach das. Okay, wir sind am Fluss. Wo bringe ich euch hin, wenn wir über die Brücke sind? Die Fragen nerven mich langsam. Wer von Ihnen? Mist! Ich kenne ein paar Abkürzungen, die kriegen uns nicht. Mir egal, wie du es machst. Schüttel sie nur ab! Das war die Abkürzung? Hab sie doch abgeschüttelt. Nicht alle! Die Typen mögen euch wirklich nicht, oder? Streit zwischen Geschäftspartnern. Passiert. Schnauze, Pauli. Je mehr er weiß, desto eher erlebt er den nächsten Sonnenaufgang nicht. Hab nichts gehört, Jungs. Haha! Die haben Staub geschluckt! Wir sind noch nicht durch! Fahr weiter! Die armen Bastarde, die hier die Straße... werden nicht glücklich darüber sein. Drei weniger. Wie viele Karren waren bei der Übergabe? Vier, vielleicht fünf. Er hat bestimmt mehr gerufen. Fühlt sich so an. Nächstes Mal bringen wir mehr Männer. Hätten's ahnen müssen. Wenn der Boss davon erfährt, wird's richtig ungemütlich. Verstärkung gerufen. Es werden immer mehr. Außerhalb unseres Reviers machen wir es nicht lange. Wir müssen zurück in unser Viertel. Scheiße. Okay, ab nach Little Italy. Hast noch keinen Feierabend. Das habe ich nicht erwartet. Hat er uns verpfiffen? Du bist jetzt erstmal still und wir besprechen das dann in der Bar. Okay, wir sind fast da.
Alte vor der Bar da. Salieris Laden? Ja, genau der. Warte hier. Auf was? Willst du jetzt eine Aufmerksamkeit vom Don oder nicht? Entschädigung für deine Mühen und Schäden am Auto. Damit sind wir quitt. Ist sicher mehr als genug. Gut. Don Salieri will, dass du weißt, dass er sehr dankbar ist. Solltest du mal was brauchen, ein Darlehen oder ehrliche Arbeit, frag einfach. Er vergisst seine Freunde nicht. Ja, okay, danke. Eins noch. Die Sache bleibt unter uns. Falls wer fragt, wo das Geld herkommt, beim Pokern gewonnen. Die Kratzer am Auto? Du bist einer netten alten Dame ausgewichen, kapiert? Na klar. Wir sehen uns, Junge. Als ich den Umschlag sah, setzte mein Herz kurz aus. Genug für die Reparatur? Fast genug für ein neues Taxi. Mir fielen Sams Worte über die Arbeit ein. Kein Interesse. Sicher, es war viel Geld, aber ich wollte nichts mit Gangstern zu tun haben. Lieber arm und am Leben, als reich und tot. Also für mich war's klar. Ich blieb draußen. Nach der Nacht mit Salieris Jungs wollte ich sofort wieder arbeiten. Fühlte sich aber anders an. Als Taxifahrer hat man viel Zeit zum Nachdenken. Und man denkt auch viel über andere nach. Sie da, Fahrer! Ja, Ma'am? Fahren Sie oder lümmeln Sie rum? Ich fahre, Ma'am. Immer am Fahren. Also, wohin? St. Michael's Church. Ohne Umweg. Vorsichtig, bitte. Ich fahre immer vorsichtig. Da wären Sie der Erste. Stellen Sie diesen Lärm ab. Der macht einen doch verrückt. Das ist viel besser. Zur Kirche also? Ist schon Sonntag. Augen auf die Straße, bitte. Thank you.
halten Sie hier an. Beim Park. Hier, bitte. St. Michael's. Das macht 30 Cent. Als Trinkgeld bekommen Sie einen Rat. Rauchen Sie nie im Auto. Ich rieche jetzt wie ein Aschenbecher. Klar. Wie Sie meinen. Diese Italiener sind alle gleich. Kann nicht ohne Radio fahren. Die hat Nerven. Kunstgalerie, aber schnell bitte. Klar, schnell kann ich gut. Haben Sie heute frei? Was geht Sie das an? Nichts. Ich frage nur. Ich zahle fürs Fahren, also tun Sie das. Sieh sich das mal einer an. Die Rezession hat die Leute faul gemacht. Ist eine gute Ausrede. Da draußen gibt's keine Arbeit. Arbeit gibt es immer, man muss sie nur finden. Verstehe. Sie sind ein sehr beschäftigter Mann. Sieht man dieser Tage nicht oft. Ich habe diese elende Depression kommen sehen. Hab gut verkauft. Also ja, ich darf beschäftigt sein. Sehr beschäftigt damit, sich alte Bilder anzusehen? Ich habe eine Besprechung mit einem Kollegen, nicht, dass Sie das irgendwas anginge. Verstehen Sie vielleicht, wenn Sie mal richtige Arbeit finden. Bis dahin fahren Sie und lassen Sie mich in Ruhe. Ja, ja, schon kapiert. Bleiben Sie vor der Galerie stehen. Danke, Mann. Hier sind 50 Cent. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Ich werde es versuchen. Echt nur Arschlöcher heute. Auf zum nächsten. Du siehst fertig aus. Ich habe seit 5 gearbeitet. Was ist Ihre Ausrede? Fusel. Macht Sinn. Wohin fahren wir? Little Italy, 21. Straße. Okay. Ich erzähle den Bullen nichts von Ihrer Schnapsfahne und Sie sagen nichts, wenn ich zu schnell fahre. Alles klar? Alles klar. Gute Fahrten dabei heute? Ein paar. Aber man kann nie genug haben. Wer kann sich schon eine Taxifahrt leisten? Seit dem Börsencrash ist ja alles scheiße. Ich sitze auch nur hier, weil ich besoffen bin und mich verlaufen würde. Die Bullen sehen genug Betrunkene. Die suchen nur nach Leuten, die das Zeug schmuggeln. Ich hab sie schon nach kleinen Fischen angeln sehen. Mag sein. Wenn sie meinen, dass sie was aus dir rausholen können, ist jeder Vorwand recht. Die Stadt ist verdammt korrupt. Und ob.
Was da? Gleich da vorne an der Ecke, bitte. Mein Cousin hat um die Ecke einen Kaffeestand. Mach eine Pause und sag ihm, Lucio schickt dich. Danke. Mach ich vielleicht.